Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur brennenden Katja. Scheiße, Leute, scheiße. Herzlich willkommen zur Schwarze Witwe Challenge mit unserem Vampire Girl Katja. Wir müssen ganz schnell erstmal wieder ins Haus rein, weil wir schon anfangen zu brennen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so praktisch, ne? Aber Leute, ihr wisst ganz genau, verbrennen ist schon das Stichwort, denn es wurde sich so oft gewünscht, dass sich der nächste Tod, beziehungsweise ja der nächste Mann, der bei uns wohnen wird, der soll dann halt mit dem Tod verbrennen als Vampir oder wie auch immer, ne, sterben. Und das wird höchstwahrscheinlich ja der gute Luca, der gute Corncrafter sein. Und wir machen uns erstmal hier ein bisschen, ne, neu. Wir spritzen ein bisschen Botox. Was? Nein. Wir machen uns mal ein bisschen hübsch, ne, weil ein Mann ist gestorben. Bisschen neues Outfit. Vielleicht mal gucken, vielleicht finden wir ja was Schönes, ne, Leute. Auf jeden Fall freue ich mich riesig über euren Support, über eure ganzen Vorschläge. Ohne Scheiß, ich liebe es. Ich habe so viele YouTuber-Vorschläge gesehen, wo ich mir denke, scheiße, ich habe doch nur noch 9 Zeit. Also eigentlich nur noch 8, weil Concrafter ist ja jetzt schon mit einberechnet. Und deshalb denke ich mir so, scheiße, Mann. Aber was soll's? Das funktioniert irgendwie nie. Also ich will ja immer andere, weil das sieht besser aus. Wer hat denn schon blonde Augenbrauen? Gott ja nicht. Naja, auf jeden Fall ganz viele tolle Kommentare gelesen von GLP, also von sehr großen YouTubern, auch so ein bisschen kleineren YouTubern. Ich finde das super und ich bin gespannt, wer davon die nächsten Zeit nach mit hier einzieht. Ich habe da schon so einen kleinen Plan, den verrate ich euch natürlich noch nicht, weil hallo, wer wäre ich denn, wenn ich euch den... ja, ihr wisst Bescheid, ne? So, und wir, uiuiui, super, wir müssen Katja erstmal eine neue Frisur verpassen. Jetzt ist die Frage, welche? Die auf jeden Fall nicht. Nein. Das sieht alles scheiße an dir aus. Was, oh, die Ohren, mein Leben so, scheiße, ich bin ein Alien. Die Ohren, schön, wie die aus der Frisur rausstechen, ey, so eine Scheiße, Leute, da können wir gar nichts, hier mit so Ohren betont, können wir gar nichts tragen, weil die Ohren einfach immer rausspießen. Na super ist das, Leute. So, das ist Katjas neue Frisur, der jetzt mal schickt. Toll, wir können nicht mal einen Topf oder so tragen, weil einfach diese Ohren, ich meine, wir könnten das zwar ändern, ne, aber wir lassen es einfach mal so, weil wir sind ja hier nicht die Cheater, oder doch, eigentlich schon. Doch, Leute, eigentlich schon. Sieht sehr schön aus, aber ich suche nach was anderem. Ich suche nach ein bisschen was anderem. Das sieht alles so viel zu edel aus. Das passt gar nicht hier rein. So, hier Snapchat-Filter. Möchte jemand einen Snapchat-Filter zum Mitnehmen? Natürlich, wir. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Vielleicht finden wir wieder bei den Custom-Content-Frisuren was. Ich musste mir auch unbedingt mal wieder einen neuen Custom-Content runterladen. Und ich wollte euch auch unbedingt mal zeigen, was ich an kleinen Kindern für Custom-Content habe. Ich liebe ja die Frisur, ne? Die sieht ja an der ganz cool aus, aber vielleicht finden wir noch was anderes, vielleicht aber auch nicht. Das sieht sehr komisch an hier aus, aber ist okay. Oh Gott, ihr. Das sieht so, diese Ohren, ne, die machen so alles kaputt im Leben. Das ist gar nicht mehr so verkehrt, das erinnert mich an Emily Red, falls ihr sie noch kennt, aus der schwarze, ne, aus der 100 Baby Change, ne, die ist aus der 100, ja, doch, die ist aus der 100 Baby Change. Falls ihr die da noch kennt, Leute, die gute... So sieht sie aus. Das sieht so ein bisschen aus, wie als hätte sie so eine Steckdose gegriffen und dann wäre sie so explodiert, so scheiß, bruch! Und dann wäre alles zu spät gewesen. Das ist ja immer noch die Frisur, die, finde ich, immer geht. Also von den Kurzhaarfrisuren steht die ihr mit am meisten, deshalb kriegt sie auch meistens die. Weil sonst, Leute, ohne Scheiß, ich finde sonst einfach nichts, was so richtig zu ihr passt, wo ich mir so denke, boah, das sieht ganz cool an ihr aus. Der Rest ist eher nämlich so, naja, ich weiß auch nicht so genau. Deshalb geben wir ihr mal das hier. Haben wir hier kein nix mehr unter BHs? Nee, nix mehr, okay. Haben wir noch was Freizügigeres unter T-Shirts? Auch nicht unter Tanktops. Vielleicht unter komplett bauchfrei. Fein komplett bauchfrei. So ist ja nicht so, als ob sie hier schon mega bauchfrei ist. Guck mal hier so, wow. Ein neues Top direkt, amazing. Sieht aber nicht so geil an ihr aus, deshalb lassen wir das mal. Schwierige Frage, Leute. Was ist das denn? Das sieht komisch aus. Wir kriegen hier... Haben wir nichts mehr so krass Freizügiges? Oder bilde ich mir das hier gerade ein? So, scheiße, nichts mehr Freizügiges? Nein. Die Jeansjacke ist sehr cool. Bloß das drunter ist nicht so mein Favorite. Aber man könnte bestimmt so eine Jacke auch mal mit einbauen. Nur nicht hier in der Schwarze Witwe Challenge, wo es so gut wie immer heißt, Freizügigkeit siegt. Und das sieht echt aus wie so ein...
Oberteil hat, was man anzieht zum Schlafen. Deshalb ist es vielleicht nicht ganz so praktisch. Aber okay, Katja hatte... Das ist durchsichtig, Katja. Katja hat natürlich auch manchmal nur BH an oder so. Das ist jetzt auch nicht so das Alltägliche, was man da so trägt. Falls ihr das mitbekommen habt, dann habt ihr es mitbekommen mit Katja hier, wo sie sofort aus dem ICE geschmissen wurde und dann von den ganzen Leuten angeschrien wurde, wo ich mir sagte, wow. Und fand ich ganz schön krass, dass Leute so ein Problem damit haben, wenn Leute halt nur ein BH anhaben. Also da merkt man wieder, dass wir anscheinend nicht so weit in unserer Gesellschaft sind, wie wir vorgeben zu sein. Aber naja, was können wir jetzt dran ändern, ne? Wir machen mal ein bisschen, wir sind ja hier die schwarze Witwe und deshalb switchen wir einfach mal unser komplettes Outfit in schwarz. Hallo, wo ist die Leggings? Hier, guck mal. Oh yeah, Leute. Ja, Katjas neues Outfit. Sie hat direkt Typveränderung. Jetzt ist hier alles in schwarz und hier oben blau für, keine Ahnung, das Blau, das hat Mode. Was hat sie denn hier so an? Ja, das ist, okay, ich verändere so ihre anderen Sachen eigentlich so gut wie nie. Hatte sie hier noch die, ja, warum hat sie denn hier noch diese, ja, ganz ruhig, Kat, ja, alles wird gut, Bruder. Hier kriegst du noch hier diese Frisur und dann können wir jetzt wieder starten. Ich finde, schwarz steht ja auch ganz gut und wir gehen jetzt wieder zurück ins Spiel und angeln uns erstmal Concraft, beziehungsweise den haben wir uns ja eigentlich schon ziemlich gut geangelt, bloß den müssen wir uns jetzt bloß noch ein bisschen näher zur Brust ziehen, also wie Katja das eigentlich mit jedem Sim macht. Katja gönnt sich immer so, boah, los Leute, komm in meine Brust, es gibt Kreismilch, was? Okay, ciao. Sie ist traurig, scheiße, und hier ist alles kaputt. Wer macht denn sowas? Wer macht denn hier mal alles kaputt? Guck mal, das ist kaputt. Können wir ersetzen. Das ist kaputt. Können wir ersetzen. Wir sind doch so rich, Leute. Hallo. Gesagt ersetzen. Hat sie keinen Bock, das zu ersetzen? Doch. Ich dachte schon. Und das? Können wir das auch ersetzen? Yeah, Leute. Wir haben erstmal ja alles ersetzt, was kaputt war. Wir so, ja, komm, wir sind die rich bitches von dem Mann. Wir müssen uns erstmal ein bisschen runterbringen. Erstmal so ein bisschen uns selber Zuspruch geben. Und so weiter und so fort, weil... Achso, sie hat ja kein Spiegelbild. Ich dachte gerade, hey, warum sehe ich die nicht im Spiegel? Aber sie ist ja ein Vampire. Und da hat sie ja gar kein Spiegelbild. Ist schon Schule? Ihr geht noch zur Schule? Das würde ich ja in eurem Alltag direkt lassen, ne? So mit 12 direkt Schule abbrechen. Was geht hier so? Was ist hier passiert so? Kein Bock mehr zu leben? Die stehen ineinander und deshalb spacken die rum. Ist jetzt nicht ganz so geil, ne, Leute? Aber damit müssen wir leben. Wir müssen ganz schnell auf jeden Fall unser Essen mal wegstellen. Mir hat doch jemand geschrieben, Pan de Muerto, hieß es nicht? Oh, ich habe das gerade noch gelesen, Leute. Ich habe das wirklich gerade noch gelesen, dass das hieß. Brot des Todes oder so? Ich bin mir aber nicht mehr wirklich sicher. Ich glaube, vielleicht habe ich... ich weiß es gerade nicht so genau, aber irgendwie sowas, so hieß das ungefähr. So, wie sieht's denn aus? Sind wir noch ziemlich... Ja, wir sind noch ziemlich sad. Das ist natürlich scheiße. Weißen, so können wir nicht den guten Concrafter. Oh Gott. Den guten Luga. Hey, was passiert? Scheiße! Oh, hallo! Na moin! Den haben wir doch vor kurzem in den Vampir verwandelt und jetzt ist der auch ein Vampir. Was hast du denn für ein hässliches Outfit an, Junge? Ja. So sehe ich natürlich auch immer aus, wenn ich als Vampir gruselig sein möchte, dann ziehe ich mir einfach mein altes Hemd von meiner Oma an und dann geht's los. Du solltest jetzt vielleicht nicht so lange draußen stehen bleiben, ne, weil... Wer klingelt uns in der Schule an? Hey, ich habe gehört, dass du dich mit... Oha, ey, Danger ist wieder richtig nett, der so, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Marvin verkracht hast, der Typ ist echt ein Volltrottel. Hallo, Marvin Magnificent ist geil, okay, voll der Hater, wir hassen ihn. So. Wir sind ja alle Team Marvin, Leute. So, was geht bei euch? Bei euch, Katja, so alleine. Katja und ihr nicht vorhandenes Spiegelbild. Ich spule trotzdem mal vor. Vielleicht geht das jetzt ein bisschen schneller, weil... Gold, die Geekcon ist in der Stadt. Schulheft zurückgeben. Wir werfen es einfach mal weg. Komm, wir werfen es einfach mal weg. Warum nicht? Wir haben sowas gefunden so, von jemandem, der sucht es so bestimmt so die ganze Zeit. Wir so, ach komm, weg damit, ab in den Müll. Kein Problem für uns. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, warum will ich denn jetzt auf die Geekcon? Das ist so typisch, ich so, oh mein Gott, ein Spielemesse, komm, wir gehen da hin. Da gibt's bestimmt Sims zum Spielen, ja, bestimmt. Scheiße, müssen die Rechnungen noch bezahlen. Oh, warum rufen wir uns denn alle an? Menschen! Deshalb, Leute, das ist ein Grund, warum ich Menschen hasse. Und du bist 12 oder so und du möchtest in den Club mit mir gehen? Girl. Wer ist deine Mutti? Ach, stimmt, Katja, okay. Oh Gott, ey, was bildet sie sich manchmal da ein, ne? Wo ist denn unser Briefkasten? Stimmt, was ist passiert? Scheiße, was passiert? Rechnung bezahlen. Ui, ist ganz schön teuer. Können wir aber auch übers Handy machen, glaube ich.
Die Rechnung bezahlen. Shit, 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 Leute. Okay. Wie sieht's aus? Es ist immer noch nicht vorbei. Oh Gott. Katja, bitte komm drüber hinweg. Du hast schon so viele Männer getötet und du warst schon 10-mal Witwe und jetzt das 11. Mal. Soll ja jetzt nicht das Problem sein, oder? Hey, auf einmal ist sie so übel happy. Hä? Okay. Auf einmal ist sie, wow, okay, ich bin wieder happy, ich lebe wieder, ich bin so toll und ich mag Menschen. Ich nicht. So, wir gehen jetzt erstmal schnell duschen und dann rufen wir den guten Luca an. Telefonstreich. Wir machen erstmal einen Prank, wie man so, it's a prank, bro. Am Sensenmann. Uiuiui, wenn wir den Sensenmann pranken, Leute, dann, ja, dann weiß ich leider auch nicht so genau. Naja, wir schauen mal, Leute, ne, wir schauen mal. Vielleicht kommt er vorbei, kommt direkt mit seiner Sense, nimmt uns mit und dann war's das für die Challenge. Vielleicht lässt er uns aber auch in Frieden, hoffe ich jetzt mal. Ich hab so Angst vor dem Sensenmann, der möchte uns umbringen. Und dann möchte ich ein bisschen abhängen mit Luca auf diesem Grundstück hier, weil er ist der Nächste im Bunde. Ihr habt ganz, ganz viele von euch haben sie sich ihn gewünscht. Wir müssen ihn ja auch noch in einen Vampir verwandeln. Das dauert ja auch seine Zeit, Leute. Deshalb, ne, wir müssen hier ein bisschen... Oh mein Gott, was ist das? Was, der Sensenmann ruft an. Hey, Katja, Ibims, der Sensenmann. Scheiße. Hä? Er will sich mit uns verabredeln. Abredeln. Verabredeln. Verabreden. Meine Fresse, ey. Im Handel, We stream. Englisch, gar nicht ganz gut. Guck mal, sie hat immer noch die hässlichen Augenbrauen. Katja! Wieso hast du so hässliche Augenbrauen hier? Warum hast du keine dunklen Augenbrauen? Ihr seht, ihr habt es gesehen. Scheiße. Du legst mich nicht rein. Du bist das... Hä? Du bist das Katja Star. Stimmt's? Scheiße. Ach so, er meinte so, du legst mich nicht rein, Bruder. Du bist doch Katja. Veräppelt demnächst jemanden, der ein bisschen naiv ist. Ich wusste, der Sensenmann, er wird uns kennen. Der ist einfach der Boss. Er ist einfach der Gangster of Mangster of Pangster. Und deshalb ist er so crazy drauf. Und warum ist Luca traurig? Ich weiß es nicht, Leute. Fragen über Fragen stehen hier wieder mal an. Und ich als Professor, ich als Doktor, ich als Trovato-Mitglied, als RTL, hinter den Kulissen, Boy, muss das jetzt herausfinden. So. Okay, schon macht sie so. Scheiße, misslungener Streich. Schlechte Umgebung. Du kannst ihn gerne reinbitten. Also ihr müsst jetzt nicht wieder durch die Tür labern. Ja, ist jetzt vielleicht, ne? Ihr habt ja... Ach stimmt, das Baby ist ja... Ja. Warum nicht? Ach so, okay. Techtelmechtel. Mach mal Techtelmechtel. Los, leg mal los, Freunde. Das Baby ist ja von Luca. Da stellt sich ja immer noch... Warum geht denn hier alles kaputt in dem Haus? Da stellt sich ja immer noch die Frage, machen wir das jetzt so, nein, nicht rausgehen, oh Gott, sie wird verbrennen, Leute, machen wir das jetzt so, dass das wirklich, dass wir das Marvin anhängen und so sagen, ja, das ist der Ozzy Glossy, falls ihr den kennt, oder wir sagen so, ja, das wird ein anderer YouTuber, es ist ein bisschen schwierig, aber, ich habe da auch schon ein paar Vorschläge von euch gelesen, es sind immer gerne, solange noch keine Geburt ist, Leute, könnt ihr mir immer gerne Namensvorschläge zu YouTubern, was halt so passt, also, jetzt nicht so ein alten Mann auf YouTube. Was heißt alten Mann, ne? Aber wenn mir jetzt so jemand sagt, wer ist denn so alt? Keine Ahnung. Aber ich würde halt gerne bevorzugt Jüngere als Kinder nehmen. Zum Beispiel finde ich Ozzy Glossy eigentlich perfekt. Ohne Scheiß, Ozzy passt eigentlich auch voll gut in die Familie rein. Ich weiß nicht, wie ihr von dieser Idee, wie ihr diese Idee findet, was ihr von dieser Idee haltet. Aber ich finde es gar nicht so verkehrt, glaube ich mal, weil... Ein Junge, der sich schminkt, finde ich, passt eigentlich in diese Familie. In diese Familie, da musst du bekloppt sein. Was heißt bekloppt? Oh Gott, das hört sich schon wieder so falsch an. Leute, ich möchte nicht, dass es jemand falsch versteht. Ich meinte bloß, wir können keine normalen Leute vertragen. Wir brauchen Verrückte. Wir brauchen... Hallo? Halt, stopp! Warum ist... Ja, okay. Wir brauchen verrückte Menschen. Deshalb, das soll niemand falsch verstehen. So. Wir... Ich mag den übrigens auch wie alle anderen, die ich hier eigentlich groß, zumindest Großteil mag ich alle, die wir bis jetzt hier dran hatten. Den einen manchmal ein bisschen weniger als den anderen, aber trotzdem finde ich die alle sehr unterhaltend auf YouTube. Genau wie ich Miguel Pablo unterhaltend finde mit seiner
mit seinen Videos manchmal, wo ich mir denke, ah, da Junge. Aber ich, das ist alles so Sachen, die halt so unterhalten sind. Und deshalb schaue ich das. Und das ist halt so genau mein YouTube RTL. Und deshalb, naja, es ist halt, es ist, muss man mal, manchmal brauche ich ein bisschen Qualität, ne, ein bisschen guten Content und so. Aber manchmal, ich brauche einfach so ein bisschen angeblich Assi-Content, was er jetzt gar nicht mehr macht. Von daher, bisschen traurig. Ich brauche mehr Assi-Content auf YouTube, Leute. Warum hasst ihr euch? Scheiße, warum hasst ihr euch? Assi-Content. Ich so, Assi-Content, Assi-Content. Oh, scheiße, ist sie schon im dritten Monat? Ich meinte im dritten Trimester? Scheiße, okay, und jetzt? Die Kinder sind wieder da. From the school. Und jetzt? Oh yeah, voll ins Herz. Oh nein, Leute, sie ist schon im dritten Trimester. Das heißt, ihr müsst unbedingt, ich glaube nicht, ja, vielleicht nächste Folge noch nicht, ne? Aber, vielleicht. Oh mein Gott. Kommt es ja nächste Folge schon, aber ich denke eher Anfang der übernächsten Folge, aber bin mir auch nicht ganz so sicher. Okay, er geht so, also ich hab keinen Bock mehr, ich hab, ne, es ist einfach zu viel. Was zu viel ist, ist einfach zu viel. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir geben ihm noch so ein bisschen Kisses. So. Und was haben wir hier noch so? Flirten, komm, wir müssen so ein bisschen... Eigentlich müssten wir unsere Freundschaftsader so ein bisschen stärken, aber... Nee, wieso denn auch? Nö. Okay, go. Go, Katja, go. Mach ihn, ja, mit voller Vorfreude auf dich bereit. Und guckt euch das an. Und er denkt dabei an Autos. Das nenne ich Romantik pur, Leute. Ich bin ja immer so, immer wenn ihr Leute küsst, immer so denkt, boah, geil, ein Porsche, geil. Was hat aber Red Range Rover Mansory? Denkt einfach immer daran, Leute. Das ist einfach das Beste in the life. Und das ist einfach, das geht immer ab. Das geht immer ab. Guck mal, sie so, geil, Katja, los! Geil, Katja, los! Und sie so, ja, that's my shit. All the girls gonna be like this. Geht das Lied überhaupt so? Ich weiß es gar nicht. Scheiße, man halt den Text nicht kann, ne? Also, man kennt die Lieder alle, man, jeder kennt so das Lied, aber dann kann man so den Text nicht, so ist... So, naja, ich hab's eh mal drauf, Lieder komplett falsch zu singen, von daher, kein Problem. So, wir machen jetzt aber erstmal unsere Hausaufgaben, weil wir sind vorbildliche Einserschülerinnen. Was, Punkt, wir sind Einserschülerinnen. Sie auch? Was ist denn das hier für ein Streberverein, Mensch? So, macht mal eure Hausaufgaben und lasst Katja mal hier ein bisschen Spaß haben mit ihrem guten Luca. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier... ein normales Leben zurückdenken. Achso, weißt du noch damals? Also hast du Bock auf Noobs und Softparty? Ich so, klar, komm! Kennenlernen. Ja, lernt euch ruhig erstmal kennen, kein Ding. Macht nur, was ihr wollt. Noch Tagfragen. Komm, wir müssen mal so ein bisschen mehr freundschaftliche Beziehungen aufbauen. Ich weiß nicht, ob das halt, ne, sonst wird das nicht so mit dem Heiraten, was wir auch bald wieder in Anspruch nehmen müssen. So, oh ja, hier ist so eine Rose, ich bin der Bachelor. Kompliment über dein Outfit machen, über sein Outfit machen, eher gesagt, ist auch hier. Dein Outfit ist super schön. High Fashion und wow, amazing. Warum geht er jetzt? Hallo? Warum ist er jetzt gegangen? Er hat, glaube ich, keinen Bock mehr auf uns. Hör doch mal auf, mit Lucy zu labern, die ist komplett unwichtig. Das ist deine Tochter, als ob die dich interessiert. Geh zu deinem Boy. Hallo, der ist da. Guck mal, sie ist richtig hochschwanger. Sie so, was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin dafür eigentlich, dass wir mal Michaela altern lassen, oder? Ich hätte da, glaube ich, schon Bock drauf, dass wir die mal nächste Folge, deshalb müsste ich eigentlich gar keine Hausaufgaben machen, nächste Folge altern lassen und sie dann so ein bisschen umstylen. Ihr wisst ja hier, alle freizügig bis jetzt, weil Michaela, ne, ihr wisst, Michaela Schäfer, Lucy ist auch sehr freizügig und alles. Also das finde ich, ich finde es an sich ganz, ganz gut, wenn wir hier so eine freizügige Familie sind. Leute, ihr kennt uns, wir sind Familie Katja Star, das ist ja... alle verrückt, alle crazy drauf, alle hammergeil. Wortwörtlich. ich find's gut. Und jetzt, oh, guck mal, sie macht so Bild, sie so, ja, erstmal Snapchat, meine Mutti gönnt sich schon wieder ein Töpp hier, ja, geil. Okay, er lief bei euch ganz gut, habe ich gerade gesehen, ne? Guck mal, er ist so richtig hin und weg, er so, boah, geil, war richtig gut, meine gute Katja.
Ja, okay, die gönnen sich anscheinend die ganze Zeit hier richtig hot. Ich merke schon das Feuer. Es brennt schon hier in der Wohnung. Okay, zum Glück noch nicht. Aber, ja, komm. Küsst euch noch einmal hier für das letzte Bild. Wir wissen ja immer, Leute, das letzte Bild ist immer das Wichtigste, weil dann mache ich meine Abmoderation. Und das brauchen wir jetzt auch. So, geil, wir haben 500 Simoleons von denen bekommen. So leicht zocken wir die Typen ab. Katja hat es auf jeden Fall gut drauf. Wie immer so, ja, ich zahle das irgendwann zurück. Und dann so, never, vorher stirbst du, mein Freund. Super, Leute. Super, 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 super. Und wisst ihr, was nicht so super ist? Dass die Folge für heute schon wieder vorbei ist. Oh, so eine Scheiße. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einer positiven Bewertung und schreibt mir in die Kommentare, was ihr für einen YouTuber als Baby sehen wollt, wenn man das so nennen kann. Ja. Ihr kennt das Spiel. Rechts oben in der Ecke ist der eckige Kreis, um mich zu abonnieren. Also klickt darauf, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und checkt auf jeden Fall das letzte Video von der Schwarzen Witwe Challenge ab, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Oder die Playlist direkt, um euch alles nochmal durchzugönnen. Gönnt euch, Leute. Es ist auf jeden Fall immer richtig witzig. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.